So, hallo, wir machen weiter. Bei WarioWare Get It Together. Letztes Mal haben wir in der Variopedia alles vervollständigt und können jetzt daher, also hätten wir vorher auch schon machen können, aber können jetzt sozusagen alle Minispielmissionen, Mikrospielmissionen möchte ich es eher nennen, durchschauen, ob da was Brauchbares zu finden ist. Zum Beispiel haben wir Spiele in der Aufwärmrunde, das Spiel Geldsack dreschen, ohne dass auch nur eine Münze zu Boden fällt. Haben wir noch mehr für Aufwärmrunde? Okay. Ist es sortiert? Sehr gut, weil dann können wir alles über Dings machen. Ja, okay, es ist sortiert. Perfekt. Also, ich merke mir, Geldsack dreschen, ohne Münze zu Boden fallen zu lassen. Berühre als Penny in der Aufwärmrunde mindestens 48 erloschene Sterne. Okay, im Spiel Sternstunde. Mit Penny muss ich die spielen. Schließe als Dribble in der Aufwärmrunde das Spiel Meteoritenabwehr erst erfolgreich ab, nachdem du mindestens 7-mal einen Meteoriten berührt hast. Okay. Gut, probieren wir aus. Und als Ashley in der Aufwärmrunde das Spiel Wario auf Zack auf Level 3 erfolgreich ab, ohne dass Magma den Boden berührt. Okay. Gut, dann probieren wir das doch mal aus. Ich hoffe, ich kann es mir merken. Ich werde gleich wieder zurückgehen. Sehe ich schon kommen. So, also wir haben einmal Goldsack dreschen. Das ist egal wer. Ich muss es nur schaffen, dass keinmal das Geld den Boden berührt. Aber so berührt es ja den Boden. Hä? Sack leeren. Hä, wie soll... What? Ah, kann der das vielleicht so aufsaugen? Muss ich es mit dem vielleicht muss es mit dem speziellen Charakter gehen, nur. Vielleicht geht es nur mit einem speziellen Charakter. Das ist so auf jeden Fall nicht. Das kann nur mit dem UFO wahrscheinlich gehen. Ha. Ha. Ja, wir warten mal, bis das UFO nochmal kommt, dann gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Gut hast du das gemacht. Gut. Okay, wir spielen mal nur mit UFO. Ich fühle mich schläfrig. Ja. Wir spielen mal nur mit UFO. Ah, das ist cool, dass man da Dings machen kann. Also kann ich mir eigentlich nur mit ihm vorstellen. Mal gucken. Sack leeren. Ja, aber die fallen ja trotzdem runter. Hä? Sack leeren. Die fallen ja trotzdem alle runter. Sack leeren. Wie kann man den noch machen ohne... Hä? Nein, Arme. Bin ich schon überfragt. Wer könnte denn noch dafür gedacht sein? Ich sehe hier, also ich sehe hier niemanden, der... Vielleicht, dass man den so schnell leert. Ah, doch, ich glaube, ich war... Ja, wir probieren mal was aus. Dass man den vielleicht so schnell leeren kann, dass sozusagen, bevor es geschafft ist, hat keine Münze den Boden berührt. Ich glaube, das ist gedacht. Sack leeren. Genau. Alles klar. Alles klar. Gut, dass wir das geklärt haben. So, dann hatten wir hier nichts. Sternstunde.
Penny. Mit Penny muss ich irgendwie 48 erloschene Sterne berühren. What the heck? Alle leuchten lassen. Hä? Hey? Alle leuchten lassen. Leuchten lassen. Alle leuchten lassen. Muss ich da jetzt einfach mich so lang durchfetzen, bis ich die zusammen habe, die Sterne? Okay. Alle leuchten lassen. Also ich soll das machen ohne sie. Ich soll das halt machen, ohne die Sterne anzuschießen. Ich soll da selber durchziehen. Ja, gut, hat es funktioniert. Alle leuchten lassen. Aber es ist auch eine gute Methode, um mit ihr die Steuerung zu lernen, Lul. Alle leuchten lassen. Alle leuchten lassen. Sehr schön. Alle leuchten lassen. Leuchten lassen. Jawohl. Alle leuchten lassen. Jawohl. Alle leuchten lassen. Gut. Alle leuchten lassen. Na, da wird jetzt ein paar abgeschossen. Na, okay. Ja, wir machen einfach weiter, bis die Mission als angelöst, als geschafft angezeigt wird. Alle leuchten lassen. Alle leuchten lassen. Gut. Alle leuchten lassen. Gut. Alle leuchten lassen. Gut. Alle leuchten lassen. Ah, da habe ich da einen selber angemacht mit dem Wasser. Ja, egal. Alle leuchten lassen. Wie viel fehlen denn noch, meine Güte? Alle leuchten lassen. Ich hoffe, ich mache das richtig, by the way. Ah, das war falsch. Alle leuchten lassen. Nein, jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich die so angemacht. Alle leuchten lassen. Okay, das war, glaube ich, wieder gut. Hoffe ich. Alle leuchten lassen. Ja. Alle leuchten lassen. Nee, ach, die kann ja stehen bleiben. Das habe ich schon gar nicht mehr genutzt. Schon lange nicht mehr. Dass die so stehen bleiben kann. Das habe ich schon gar nicht lange... Das muss ich bei ihr öfter nutzen. Das ist ja voll hilfreich. Oh mein Gott, bin ich doof. Alle leuchten lassen. Das muss ich bei ihr wirklich öfter nutzen. Das ist ja voll hilfreich. Wie viel sind's denn noch? Oder muss ich alle in einer Runde machen? Also in einer, bis ich sterbe sozusagen, Runde. Das wäre nicht so gut. Leuchten lassen. Vielleicht sollte ich es nochmal durchlesen, Lul. No! Ich lese nochmal durch. Aber vorher gucken wir, was wir noch hatten. Da, Meteoritenabwehr. Da musste ich mit Dribbel, glaube ich, war's, einen Kometen oder Meteoriten 7-mal berühren vorher, wenn ich es richtig verstanden habe. Blumen schätzen. 1. Ja, gut. Blumen schätzen. 1, 2. Nein! Was jetzt? Blumen schätzen. 1, 2, 3, 4. Schade, ich muss 7. Ich muss 7-mal muss ich berühren. Blumen schätzen. Ah, bleib hier. Okay. Ich glaube, das ist einfacher in den späteren, wenn was im Weg ist.
Wenn man dann so ein bisschen... Genau. Scheiße. Aber so kann man das ganz gut lösen, glaube ich. Wenn man den da dagegen stößt. Das waren scheinbar nicht 7 Mal. Mist. Mist! Nein, das waren auch nur 2. Oh mein Gott. Die Missionen sind gar nicht so einfach, meine Güte. Aber so soll es ja auch sein. So. Weiter im Programm. Ich glaube, bei der ist es nicht so... Also, ich glaube, bei der ist es nicht so sinnvoll. Oh, doch! Da, so in die Ecke! Scheiße. Das war, glaube ich, gut. Wenn es jetzt noch geklappt hätte, dann jetzt... Das wäre es dann wahrscheinlich gewesen. Kann ich den einfach da in der... Nein! Kann ich den einfach da in der Ecke versuchen, so ein bisschen hin und her zu dribbeln? Nein, jetzt haut der ab. Oh, come on. Nein, in der Ecke. Ah. Nein. Ja, es war gut, aber leider nicht 7 Mal scheinbar. Nein, jetzt haut der schon wieder ab. Also soll er ja eigentlich. Aber nicht für meine Mission. So, geh da oben in die Ecke. Ja, nein. Ach, come on. Nicht, aber ich, ja, ich hatte so viele Versuche, also so viele Dinge schon. Nicht darüber. Too bad. Okay. Nein! Yes! Ah, oh, das hat gedauert. So, was hat man noch? Irgendwas mit, ach. Das war der Boss Wario auf Zack. Okay, welcher Charakter war das nochmal, mit dem ich was machen musste? Ich hab's vergessen, ich muss nachschauen. Okay, 2 Sachen zum Nachlesen, 2 Sachen zum Abholen. Das haben wir geschafft. So. Berühre das Penny im Spiel mindestens 48 erloschene Sterne. Okay, also das zählt einfach hoch. Ich denke mal, dann werden wir schon fast alle haben. Ach, Ashley war's. Ashley, ohne dass Magma den Boden berührt. Okay, let's go. Dann muss Ashley erstmal bis zum 3. Abschnitt kommen. Und dann let's go. Aber jetzt machen wir erstmal die Sternstunde zu Ende. Dann werden wir es schon mit der Zeit fertig kriegen. Wäre lustig, wenn es jetzt gleich kommt. Und ich einfach nicht geduldig genug war. Alle leuchten lassen. Oder man muss halt wirklich es am Stück schaffen. Alle leuchten lassen. Was dann wieder ziemlich schwierig wäre. Oh, verdammt. Ziemlich schwierig wäre. Alle leuchten lassen. Na, wie viel haben wir denn jetzt schon insgesamt? Keine Ahnung. Alle leuchten. Ja, jetzt habe ich wieder zu viele. Jetzt habe ich nur... Das, da kommt nur einer dazu, schätze ich mal. Alle leuchten lassen. Positiv. Alle leuchten lassen. Okay. Alle leuchten lassen.
Ich glaube, man muss das am Stück schaffen. Alle leuchten lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch nicht insgesamt 48 haben. Scheiße. Aber wenn ich es am Stück schaffen muss, dann ist es vielleicht schlauer, auf Sicherheit zu spielen. Alle leuchten lassen. Und ein paar auch normal mit dem Wasser zu machen, ne? Alle leuchten lassen. Alle leuchten lassen. Alle leuchten lassen. So weit, so gut. Alle leuchten lassen. Ja. Alle leuchten lassen. Okay, den habe ich noch so gerettet, damit wir das Leben nicht verlieren. Alle leuchten lassen. Okay. Alle leuchten lassen. Gut. Es muss am Stück sein, wir haben doch mindestens schon 48 durch. Alle leuchten lassen. Gut. Alle leuchten lassen. Okay. Leuchten lassen. Ah, Mist. Erstes Leben weg. Alle leuchten lassen. Als beruhigt die auch kaum noch, ne? Jetzt schieße ich die öfter ab. Alle leuchten lassen. Oh, wenn ich wüsste, wie weit wir sind. Alle leuchten lassen. Yes! Oh, meine Nerven. Meine Nerven. Okay, gut, gut, gut. Ja, eigentlich können wir raus. Ich wüsste nicht, was es jetzt bringt, da hier noch weiter zu spielen. Alle leuchten lassen. Aber mit ihr müsste die Mission eigentlich super leicht sein. Ich meine, man kann einfach hingehen und dann das alles abschießen. Alle leuchten lassen. Alle leuchten lassen. Also mit ihr ist das sehr einfach. Oh, okay, der war zu weit weg, Lul. Alle leuchten lassen. Ja, okay, okay, manche sind zu weit weg, um einfach stehen zu bleiben. Gut. Naja, ich bin erschöpft. Ja, alles gut. So, haben wir das geschafft und jetzt Ashley noch, der Bossfight. Na gut. Also, irgendwas mit Lava, ohne dass Lava runterfällt. Ha. Huh. Aber erst in der dritten Phase, also muss ich erst in die dritte Phase hochspielen. Na gut. Besiegen. Da muss ich wahrscheinlich, wenn Lava kommt, die Lava halt abschießen. So ein Ding wird es sein. Oh mein Gott. Ah, aber so komme ich schneller in die nächste Phase. Ich lasse mich einfach zweimal kaputt machen. Also ernsthaft jetzt, das geht halt schneller. So, die ersten zwei machen wir einfach falsch. So, und jetzt müsste es funktionieren. Jetzt ohne Lava. Oder Magma hieß es, glaube ich. Besiegen. Haben wir die dritte Phase überhaupt schon jemals gesehen? Keine Ahnung. So, jetzt kommt der Block. Und der Block ist dann der Boss. Und den muss ich wahrscheinlich jetzt so schnell besiegen, bevor da Lava kommt oder so. Genau, jetzt kommt nämlich hier Magma und das muss ich wegschießen oder so. Ah, okay, okay, okay. Nein, ich Trottel! Aber verstanden. Verstanden. Dann machen wir es wirklich so, wir skippen bis zur dritten Phase. Wir skippen bis zur dritten Phase und dann ist das easy. Dann kann ich da ganz gechillt spielen. Die Lava kann man abschießen, das ist alles gar kein Problem. So. Gerade Ashley wird da richtig Bock drauf haben, wenn sie hier jedes Mal drauf geht. Das ist genau das Richtige für sie. Besiegen. So, Abflug. Oh Mann, sie tut mir schon ein bisschen leid, ne?
So, jetzt kommt's drauf an. Jetzt keine Scheiße bauen. Okay. So. Jetzt einfach schön gechillt. Den Block erledigen. Yo, komm mir nicht zu nahe. Und gucken, wo die Lava kommt. Und die Lava wegschieben. Oh, nee. Die Lava wegschießen. Ah. Wenn man das skippen könnte. Mann. Ich weiß es doch. Ja. Hallo? Hallo? Ich bin zu doof zu sterben. Danke. So, jetzt aber. Bisschen komisch stolz ist ich halt schon, ne? Aber gut. So. Nein! Hat das jetzt Lava, hat das jetzt Magma gezählt? Hat das Magma gezählt? Oder was? Ja, es hat gezählt als Magma, ne? Safe hat das als Magma gezählt. Nee, nicht yay. Du hast's verkackt. Okay, nochmal. Ach so, ich muss ja wieder... Ich muss ja wieder bis zur dritten Phase erst wieder hochleveln. Was? Hochskippen. Besiegen. So. Das war der erste Teil der Mission. Okay. Wir arbeiten dran. So. Eigentlich reicht es doch, wenn ich hier drüben bleibe, oder? Ich meine, die... Die Magma, nein! Oh, an dem Ding komme ich nicht vor. God dang it! Oh, das wäre nicht so nervig, wenn man nicht immer wieder bis dahin machen müsste. Und wenn man nicht diesen Anfang... Lass mich den Mist skippen. Das dauert 3 Jahre. Ach, ich will doch gar nicht. Ich bin doch gar nicht. Wir sind noch gar nicht am Besiegen, ne? Das war gerade die erste Phase, Lul. Ja, let's go. So, jetzt aber. Ah, man.
Ach, ich. Das ist so dumm! Dass die da immer. Oh Mann! Die wissen schon, warum sie Ashley diese Mission gegeben haben. Besiegen! Wow, 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 Kollege, vorsichtig, so. So, wie, wo gehen wir jetzt am blödsten hin? Okay, hier kommt es, direkt weg damit. Sehr gut. Da kommt eins. Da kommt das zweite. Okay, jetzt ihn erledigen. Mann! Das wär's gewesen. Ach, verdammte Axt. Ach, verdammte Axt, ey. Nein, ich will... So, jetzt geht's wieder los. Hallo? Boah, das war knapp. Wie viel hat der hochgeschossen? Oh mein Gott, nein! Gibt's doch nicht. Besiegen. Wie verhext. Besiegen. So ein Käse, Mann. Okay, let's go. So. Nummer 1. Nummer 2. Hallo? Okay, Nummer 3. Oh oh. Das war Glück. 3 hat er geschossen. Ja, wie soll ich denn. Das war knapp. Yes! Mein Gott! Oh, meine Nerven. Das war stressig. Stressiger als nötig. Deutlich stressiger als nötig. Okay. Gut, dann holen wir uns die Missionen ab. Zack. Und zack. Ui, 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 ui.
Okay. Dann wäre die nächste jetzt Alltag. Wir können es mal angucken noch. Wenn es zu lange dauert, dann machen wir es im nächsten Part. Wir haben im Spiel Bohrexperte mit... Wait, what? Bohre in der Variopedia im Spiel Bohrexperte mit jedem der Charaktere... Ach so, ich muss jedem der Charaktere einstellen. Und dann 9-mal ohne ein Leben zu verlieren. Okay, also 9 am Stück. Verstanden. Schließe als 18 Volt das Spiel Sicht aufs Gesicht. Erst erfolgreich ab, nachdem du dich an alle Ringe gehängt hast. Okay? Stelle das Wasser irgendwie ab, ohne den Drehregler des Hahns zu betätigen. Ja, das kann ich mir vorstellen, wieder mit Dings. Mit Magie oder so. Schalterblindflug auf Level 2. Alles im Dunkeln zum Wackeln, bevor du das Licht anschaltest. Alles zum Wackeln, bevor du das Licht anschaltest. Okay. Also da sollte man wahrscheinlich irgendwie Mona spielen oder so. Ist vielleicht sinnvoll. Schließe als Lulu das Spiel Kopfstörer auf Level 3 ab, indem du nur mit ihrer Stampfattacke angreifst. Okay. Auf Level 3 Sparferkel Schlachtfest und stoße alle Objekte vom Hocker, sodass sie ihn nicht mehr berühren. Okay, ich glaube, das kann ich mir niemals alles merken. Rohrrätsel als Mantis hoch und bleibe bis zum erfolgreichen Abschluss des Spiels kopfüber in der Luft. Okay. Ach so, verstanden, ja, verstanden. Schließe als Jimmy das Spiel nach der Rasur auf Level 3 erfolgreich ab, indem du nur einmal angreifst. Jimmy nach der Rasur. Nur einmal. Ah, verstanden. Uff, das wird interessant. Oh je. Als Penny bei jemand da so oft erfolgreich ab, bis du mindestens 75 Mal eine Klingel betätigt hast. Das ist wie mit den Sternen, nur jetzt mit den Klingeln. Oh Gott, okay. Oh Gott. Sorge im Spiel Stöpselentzug dafür, dass der Stöpsel rechts vom Abfluss landet und liegen bleibt. Okay, vielleicht, I guess, I don't know. Okay, das sind viel zu viele, die kann ich mir niemals merken und die müssen wir im nächsten Part machen. Schließe als Cut das Spiel Versandhandel erfolgreich ab, ohne etwas auf den Boden fallen zu lassen. Okay, dann kommt erst das nächste. Okay, das ist viel zu viel auf einmal. Da drehe ich durch. Danke fürs Zuschauen. Das machen wir in Ruhe im nächsten Part. Und tschüss.